Hallo, liebe Deutschlernende. Ja, ich muss euch etwas gestehen. Ich bin Zeitreisender. ich habe letztens in meinem letzten Newsletter habe ich geschrieben, dass ich seit Oktober 2017 an Authentic German Learning arbeite, und das war natürlich ein Fehler. Ich meinte natürlich Oktober 2015. Ja? Ich habe mich damit geoutet als Zeitreisender. Was soll ich sagen? Ich reise durch die Zeit. Aber das wusstest du so oder so schon, wenn du meinen Teaser angeschaut hast. Ja? Ich habe nämlich einen Teaser gemacht für den ersten Geschichtskurs, und dort nehme ich dich mit auf eine Zeitreise. Schau ihn dir an, falls du ihn dir noch nicht angeschaut hast. Ich bin sehr stolz auf den Teaser und sehr stolz vor allem auf den Kurs. Ja? Es ist ein sehr spannender Kurs, ist ein sehr aufregender Kurs, und ich nehme dich mit auf eine Zeitreise durch die deutsche Geschichte. Ja? Viel Spaß damit, und ich verschreibe mich manchmal, wenn ich die Newsletter schreibe, aber dafür schreibe ich jetzt mehr. Ja, immer wenn man mehr macht, dann macht man auch mehr Fehler, das gehört dazu. Genau, also Oktober 2015 ist das Geburtsdatum, also 1. Oktober 2015 ist das Geburtsdatum von Authentic German Learning. Okay, das war's für heute, und wir sehen uns später. Tschüss!